Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mahnt also trotz sinkender Corona-Infektionszahlen weiterhin zur Vorsicht und er warnt vor zusätzlichen Lockerungsschritten. Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei überschritten, so der SPD-Politiker. Ein Wiederanstieg der Fallzahlen könnte zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht ausgeschlossen werden. Vor allem die Omikron-Untervariante BA.2 bereitet den Experten große Sorgen und die steigende Zahl von Infizierten unter den Älteren sowieso. Leonie von Randow berichtet. Zunächst gibt es eine gute Nachricht vom Bundesgesundheitsminister. Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei überschritten. Auch die Sterbequote sei im Vergleich zu anderen Ländern relativ gering. Also seien nun die von Bund und Ländern am Dienstag beschlossenen Lockerungen möglich. Maßvolle, aber keine maßlosen, warnt Lauterbach. Die Situation hierzulande sei anders als etwa im benachbarten Dänemark, wo jüngst sämtliche Corona-Maßnahmen gefallen sind. Wir haben 3 bis 4 Mal so viele ältere Ungeimpfte wie diese Länder. Daher appelliere ich hier ausdrücklich noch einmal an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, sich an das Beschlossene zu halten, dass das Maximum, was wir uns an Lockerungen leisten können. Die beschlossenen Lockerungen besorgen auch RKI-Vizepräsident Schade, der den aus gesundheitlichen Gründen verhinderten Präsidenten Lothar Wieler vertritt. Besonders bei den Älteren nehmen Hospitalisierungsinzidenz und Intensivbelegung zu, genauso die Zahl der Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Deshalb ist es wichtig, Schutzmaßnahmen in Krankenhäusern und Pflegeheimen weiter aufrechtzuerhalten. Machen Sie vorher einen Test, auch wenn Sie geimpft oder genesen sind. Halten Sie Abstand und wenn Sie sich drinnen treffen, tragen Sie am besten eine Maske und lüften reichlich. Sorge bereitet den Experten auch die sich ausbreitende Omikron-Untervariante BA2. Sie soll laut Studien ansteckender sein, führt wohl häufiger zu schwereren Verläufen. Ein weiteres Thema, das psychische Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen, das Hin und Her zwischen Präsenz- und Wechselunterricht, für sie eine große Belastung. Dass man dann mal die Masken tragen darf, dann darf man sie nicht tragen, dann fällt der Unterricht aus, dann gibt es wieder Wechselunterricht und so, wie das hin und her geht. Ich denke, dass wir einfach dafür sorgen müssen, dass die Schule stabil und gleichmäßig offen bleibt. Klar ist also eins, man will weiterhin alles tun, um die Schwächsten der Gesellschaft zu schützen. Lockerungen und Vorsicht sollen Hand in Hand gehen.